Hayem Yem Tes Ir. Merina Balshemtov Omar, unser Rebbe der Balshemtov hat gesagt, Kol Dover V Dover Ashera Odom Reye Shemea, jeder einzigste Sach, was ein Mensch seht oder hört, idus a hu heiroas han hoge bavedes Hashem. Das ist eine Anweisung, wer sehen, wie soll sich aufführen in denen der Meibersten. Wir sehen ihn in der Weide, und das ist die Weide von jeder Menschen, Lohovin ul Haskil Mikael, der auch bavedes Hashem. Auf zu verstehen und hereintrachten sich und auslernen von jeder Sache, a weg wie zu dienen dem Ebersten. I dosi von einem Brief von Friedrich Rebbe gedruckt in Atomin, le echot mechassonov rabbonim, das er ihm geschickt von a Sanatorium, leben Wien, und er schreibt also, ich hab heim gesehen a Sache, was von der Ruf kämen, nehmen a Dugme, was ich zu verstehen, wie zu dienen dem Ebersten, leid wie sie wird erklärt in Chassides, und ich hab von der Ruf gehad, Grace vergenügen. In Chassidus gefunden, was ist der Teich von Ava Selom? Das ist ein Ave, was kommt von Welt. Aber mir bekommt eine Liebschaft vom Nebersten, durch den, was mir guckt sich herein in Welt. Ein Mensch hat doch lieb sich, er hat doch lieb sein Leben. Und wenn er sich missbeinen und er versteht, dass der Ebersten ist der, was gibt ihm Leben, ist er sehr, wie er hat lieb sich, hat er lieb dem Ebersten, was belebt. Das lernt er von seinem eigenen Fleisch. Und all der ich sehe, ist jeder Sach in Welt, kann man gucken auf den Ruf und wir können sehen und finden, wie er sie sich auszulernen, durch Missbeinen sein sich, wie zu dienen dem Ebersten. Und der Baal Shem Tov hat gesagt, dass jeder Sach, was ein Mensch sieht und hört, ist das ein Heroe, in wie wir soll dienen dem Ebersten. Und das ist der Weide von jeder Menschen, also er soll sich verstehen und er soll sich missbeinen sein und von jeder Sache soll er sich auslernen, wie zu dienen dem Ebersten. So hat passiert in Tofrisch ein Tess im Winter mit seinen Gewesen in Rostov und ich bin gegangen mit meinem Vater auf ein Spazier, mit einer Römer Aschab. Hab ich gefragt an dem Taten, er soll mir Masber sein und dem Meimer Abal Shem Tov. Hat mir mein Vater geantwortet. Ja, yeah, es ist gar nicht kein geringer Alufbeis. Und öfter Tage ein ganz schwerer Alufbeis. Zu kennen von jeder Sache, was ein Mensch sieht und hört, nehmen an der Rech in der Weide. Es ist gar nicht kein Poste Sache. Dennoch, dem hat sich der Tate vertragt, er hat mir nicht gesagt, schon gewinnt spät in Abend mit dem Gehalt mal endigendem Spazier, hat der Tate so getan, der Baal Shem Tov nicht mehr sagen sagt, dass was ein Mensch hört und sieht, ist das a Heroas derich Bavedes Hashem, ist das a See. Und mit der Ruf hat er geendigt, hat nicht mehr Fahrrad gewinnt mehr. Dem nächsten Spazier hat der Tate angeheben Masber sein zurück zu dem Spazier und angeheben Masber sein dem Meimer Baal Shem Tov. Und er hat erzählt, er ist am Morgen auf Fichides bei seinem Vater beim Reben Marasch. Und ich habe gefragt, ein Jan in der Weide. Frag ich ihm, wie kämen der Griechen zu dem Jan in der Weide? Hat er mir geantwortet. Als das kämen der Griechen durch ein tiefe Isbonnenes. Habe ich ihm gefragt, das ist doch aber eine schwere Meise. Sie schwer zu der Griechen, die er sagt. Hat er mir geantwortet. Eib der Ingen ist nicht gehe, lässt er das gut verstehen. Sofkel so, lässt er der Griechen und verstehen das. Und das ist ja der Kette von einem Jem von Tessel, was dort bringt er, als sie ihm bringen, eine Reihe von Tere, als sie da die Aloches von denen noschen, und sie da Teines, starke Teines, was da neuen bei mir räumen, die größte Geinim, um sich missbalken, gewinnen in der Ruf, sagen, gewinnen tiefe Balleassoge, I wie kann man verlangen, Teri doch der Emes, wie kann man verlangen von der Früh, als ich so kennen, zutrachten, dieselbe Teines von der Neuen war mir rein. Nur der Emes ist, Eibs ist nicht gehe, ist auch viele, Tomem ist nicht kein größer Ballassoge. Kämen eiche der Griechen gar tiefe Gedanken und gar tiefe Svores. Eibs ist nicht gehe, bepnim ist ein Nefesh oder Tattoo ist geführt. Demut versteht man. Sog der Rebbe.
ey, das Rätsach wegen gor Gräse und Hech und Tief in Jönim, ob es da Sachen, was an mich guckt, auf der Ruf beschied chies, fad die Egen, die das offen und mich kann etwas lernen. Heinz sagt der Rebbe, hat bei mir passiert das als Sach. Ich gefühl sich in Sanatorium und ich sehe, wie mir 40 Ruf an jeder Prat in der Gehe soll sein, Lady Hucke erfuhr. Sei, wie er sehe, sie geben dir Fuß und sei, wie sie kommen da rein, besuchen dir. Und ich sucht Wegen, wie zu machen dir bequem und soll sein richtig und ich soll sich führen, leiten Protokoll und ich sich mir einzählen mit dem Zweiten, was soll man dann weiter? Jeder Prat ist eine Gehe. Und wenn ich gucke auf den Ruf, was sehe ich? Das, was der alte Rebbe sagt, in Tanje, als wenn sie kommt und zu drücken, aber ich darf geben, sie nicht eine Gehe, wie viel der Schum ist. Für was? Das heißt nicht, kein Bisbus, a viele mehr wie a chemisch. Der Fahr, was Punkt, wie mit tut, für den physischen Gesund. Et man ausgeben, kol hände alme, alle Geld, all der ich sehe, wenn sie kommt, zu der Fuß an Nefesh. Und da sehe ich, wie sie führen sich auf, lerne ich sage, wie viel sie ist eine Gehe, die alle Brote mir auf Fuß an Nefesh. Heinz an die kommende Doktorin, sie haben mir gewollt, geben eine Einspritzung. Hab ich bemerkt, wie sie sind gewähnt vorsichtig und sie haben sich gehit, wie sie gewähnt rein, die begonnen sind gewähnt rein und mit sich gehalten in einem Waschen. Einmal, ein zweiten Mal, ein dritten Mal und mis beidig die Nägel und soll sein 100% soll nicht bleiben, aber viele kein Stäb. Und mit nichts Alkohol, mit Chemikalien, machen sicher, als sie es rein. Dann hat man schon gegeben, waschen man mir. Sie darf mir geben eine Einspritzung, sie haben mir auch waschen die Füße. Einmal, ein zweiten Mal, ein dritten Mal, frage ich bei sie, ich habe erst genommen ein Boot. Was darf ihr haben, als sie mir waschen, sag? Mit Alkohol, mit die Chemikalien und weiter, noch einmal und wieder einmal. Haben sie mir geentfernt. Eine Einspritzung ist doch ein Stechelke. Mich stecht doch herein in dem Guff. Dem Ort, wo mir geht stechen, muss ein 100% betachtes Rehen. Tome, hast du schon im Sido. Ein Horrele von Schmutz und mich stecht da rein und die Schmutz geht da rein zusammen mit der Stechelke. Geht es da rein in dem Guff und nicht nur, was wird nicht heilen, nur es wird kahle machen. Was habe ich von der Ruf gelernt? Ach, sie das ja verbringen. Mir sitzt und mir verbringt und bei den Verbringens mont man. Bischass mir mont, amol sagt man ein schwerem Wort, amol jenem stecht es. Du verlangst von einem Eppes, was er halt nicht bei dem und sie stechte. Ist bischass, du gehst stechen jenem. Darfst du machen sicher, dass es rein 100% aber es ist roh. Dort in Nito kein Schum, Chschasch und Aschemetz von Chas für Scholem etwas a nicht kein Geschmacker Gefühl. Und wir darf machen sicher, dass die Stechelke ist rein. Nicht nur die du soll sein rein und nicht nur a jener soll sein rein, nur die Stechelke soll rein rein. Das heißt, als die Einspritzung soll gegeben werden mit sehr reiner Kehle, a nicht in der Saine von Pekuach Nefesh Mamesh. Und das ist der Efen, wie er sie mit auf sich auslernen, wie er sie zu verbringen richtig. Und Tome mit auf sagen, am Musser soll man sagen, das richtig. Kimme woher in der Maimer, wo der Rebbe bringt es, sag mal, in Maimer, im Ruach, am Meischel, gedruckt in Maimorim Kuntresim, von Tofresh Pidalet. Der Rebbe bezeichentach zu dem Gedank, was mir redt wegen mit auf Sehn und mit auf Herrn. Sie da ein Brief von Reben, was er hat geschrieben. Erev Jud Beistamus Tovchen Chov Zayim, was sie gewinnen, Arboim Shono zu der Geule von dem Friedrichen Reben. Und dort, was zeichnet sich der Rebbe zu, am ich gefind sich in Arboim Shono, was der Multinos Nashem Lochem Lev Lodas, Veinayim Lireis, was Naim Lishmea, sie da Einayim Lireis, die Egen und die Evern, was sie dafen Sehn und Herrn. Und der Rebbe sagt, das ist als Mann, was man darf euch ausnutzen. Man darf sich herumgucken, was tut sich in der Welt. Sie doch herrscht gewesen, die Milchemes Sheishes Hayomim, und sie gewesen, die Gräse Nissim. Und man darf sich mit Beinen sein in der Ruf. Sagt der Rebbe, als das darf man sich lernen.
de teres a balshemte va jeder zach was mi zet und mi hert is a heroe fun mil mailo ve az em izol zach firn din in de meibesten is dam sein koim a deite de rabbe wer is rabbe de rebeste du darfst sich a wegstellen und sehen was de rebeste will fun dir mit dem was er beweis dir das und der rebbe zeichen zu wo das is a mechet alpinigle as de rambam Zog doch, als einer sagt, dass wir schollen, was ist Mikre, Nikre, ist er auch Zori. Das ist ein Heroe, mit auf Tshuveton. Noch ein Loche, aber bescheuert mit Estepes, darf man machen, abbrochen, wie ich es nennen, für was, kidei, an jedem Mal, was man sieht, etwas, wo der Eberste beschaffen und gibt dir Essen, soll sich der Monen an dem Eberste. Aber du siehst etwas, darf sich der Monen an dem Eberste. Viertu ist der Rebbe. Und das sagt sich Haruis in Einayim und Oznayim. Weil Einayim a Summe do Choshev Kemes und al derech ze Eichet a Cheresh bishas mizmazi keine menem tem zu di Shmiye heist das Kilo dus tem zu genommen dein ganzen Leben. Und das sagt der Rebbe das lernt uns wie a Zeis in Egeye der Maimer Abal Shem Tev lernen sich von jeden Sach und das ist Eichet a Inyen al Pi Nigleh.